Bandicoot 2. Vortex strikes back. Willkommen zurück bei Mr. Beute Dax. Ja, Leute, hier sind wieder Niklas und Jan-Erik. Und ja, wir sind zurück mit Mr. Beute Dax und haben auch schon wieder das erste Spiel Crash Bandicoot 2 Vortex Strikes Back. Und der Jan-Erik ist natürlich auch da. Hi, Leute. Oh Gott, das wird so geil. Ja, also, wir hatten vor 3 Jahren einen Let's Player-Channel und den haben wir gelöscht, weil wir uns zerstritten haben wegen einem kindischen Streit. Das hat jetzt auch nichts zu tun. Wir kommen da später noch drauf, denke ich mal, im Let's Play oder in diesem Part auf jeden Fall noch. Und wir werden das jetzt so machen. Das Spiel kann die Story nicht abspielen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist jetzt auch egal. Wenn ihr die Story sehen wollt, dann müsst ihr in YouTube eingeben Crash Bandicoot 2 Story oder so. Auf jeden Fall ist die Story so, Crash Bandicoot wird von Cortex benutzt. Und ich muss hier noch kurz was einstellen, also Crash Bandicoot wird von Cortex benutzt, die Kristalle einzusammeln, damit er sie die Weltherrschaft an sich reißen kann. Und mehr verraten wir eigentlich noch nicht, weil im Laufe des Let's Plays wird natürlich gezeigt, was passiert, weil nur der Anfangsstory kann nicht gezeigt werden. Warum, weiß ich nicht, ist jetzt auch egal, der Erik kann jetzt auch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, also wie er schon gesagt hat, es geht einfach darum, wie so ein Kristalle sammeln, damit Cortex die Welt retten kann. Und natürlich hat er keinen Freund oder Feind auf Erden. Und deswegen hat er Crash Bandicoot berufen, jetzt in den Warp-Räumen zu gehen und die ganzen Kristalle zu sammeln. Es gibt 25 Kristalle und Edelsteine. Was die Edelsteine bringen, das sage ich euch auch noch nicht. Ja, wir gehen ins erste Level, würde ich sagen. Ne? Ja. Und wir können jetzt auch immer dazu zurückkommen, wie unser Kanal eigentlich gelöscht wurde oder was passiert ist. Ich werde jetzt erstmal dazu was sagen und den Erik zockt nebenbei ein bisschen. Ja, also, wir sehen hier schon das Level. Es ist einfach ziemlich gleich wie im Crash Bandicoot 1, wer es kennt. Naja, jedenfalls, wir hatten den Kanal 2010 im Oktober erstellt und hatten halt Lust mit der Kamera vom Fernseher abzufilmen, weil davor haben wir mit dem Handy irgendwas von Mario aufgenommen und da hatten wir halt noch übelst die hohen Stimmen und Kinderstimmen und so. Ja, also auf jeden Fall noch sehr, sehr schlecht und wenn man das heute sehen würde, dann würde man sich einfach nur an den Kopf fassen und sagen, was haben die denn für Probleme? Naja, zur damaligen Zeit haben auch noch die heutigen Profi-Let's Player mit der Kamera aufgenommen, zum Beispiel Geilkind, der auch jetzt Domtendo heißt, naja, also er hat auch mit der Kamera aufgenommen. Naja, also dann im Januar hatten wir um die 80 Abonnenten. Und ich weiß nicht, also wir haben uns halt irgendwie krass verändert im Laufe der Let's Player Zeit im 2010 und dann hatte ich einfach irgendwie das Gefühl, dass Jan-Erik anders geworden ist, nur noch Scheiße gelabert hat und es nicht mehr ernst genommen hat, das Let's Playen. Und dann habe ich das auch nicht mehr als Spaß empfunden, das Let's Playen, sondern nur noch als Pflicht, um meine Abonnenten oder unsere Abonnenten mit Videos voll zu spammen. Naja, dann kamen auch noch einige private Dinge dazu, irgendwie, weiß ich nicht, was war das, maskierter Hater. Maskierter Hater, wo er dachte, dass ja, alles so böse ist, dass ich jetzt ein Hater werde. Ja, ich hab gedacht, dass er irgendwie zum Hater wird und so eine Scheiße, kein Plan, dass er sich die, wie heißt die Maske, die V wie Vendetta Maske da, diese Hater Maske, dass er sie sich wirklich kauft, weil das hat er mir gesagt. Und dann habe ich, oh, was hat das für ein Bug? Naja, dann hat er sich halt mir das alles erzählt und dann hat er sich irgendwie krass verändert und dann habe ich alle Videos vom Kanal gelöscht und er hat mir übelst den Streit und so, richtig unnötig und ja. Und so kam es dann dazu, dass es dann den Returns Walkthrough gab. Ja, den Returns Walkthrough gab es auch. Da hatte ich auch noch voll die hohe Stimme und dann habe ich auch damit aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und jetzt, seitdem ich auf seiner Schule bin, machen wir einfach jeden Tag was miteinander, denke ich mal. Auch wenn wir uns nicht treffen, irgendwie Skype oder so, zocken irgendwas, ne. Und jetzt ist er halt hier bei mir. Und dann haben wir gesagt, machen wir einfach Comeback. Macht wieder Bock und so, weil wir auch mal wieder Bock drauf hatten, ne. Auf Crash Bandicoot. Ja. Also, ziemlich kindisch, oder? Ja, ich hoffe, dass wir uns dann wieder so vertragen. Haben eigentlich schon seit 2 Jahren keinen Streit mehr. Ja, also kein. Das war eine ganz kurze Zeit. Und ja, wirklich, wir hatten nur einen Monat Streit, dann war wieder alles in Ordnung und wir haben wirklich den Kanal gelöscht. Ich, Idiot, hab auch noch alle Videos gelöscht. Und unser Kanal damals? Mr. Beuteldachs. Und wie kommt es jetzt zustande? Du hast den Kanal gelöscht und ihr seid doch wieder da? Ja, kein Plan. Also, YouTube hat durch das Update irgendwie wieder die Funktion hinzugefügt, alte Namen, also gelöschte Accounts wiederherzustellen. Nur, wenn ihr unseren Kanal über die URL finden wollt, dann müsst ihr eingeben youtube.com/beuteldachsy. Mr. Beuteldachs gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall,
Ja. So, jetzt kommt, ich glaube, eine Zwischensequenz, oder? Ja. Psst. Was passiert jetzt? So. Wenn das nicht Crash ist. Willkommen. Ich bitte um Entschuldigung für meine Methoden, aber einer schriftlichen Einladung wird wohl kaum gefolgt. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum siehst du 5 Türen. Hinter jeder Tür liegt ein gut versteckter Kristall. So sehen die Kristalle aus. Hol mir die Kristalle, Crash. Mehr werde ich im Augenblick nicht sagen. Wir sprechen uns. Ja, also ihr habt jetzt kurz gehört, wie er Crash erklärt hat, was er machen soll oder was er hier überhaupt macht. Ja, wir haben schon den ersten Kristall gesammelt, man sieht ihn hier. So, jetzt fragt ihr euch, wie habe ich eigentlich so einen Edelstein bekommen? Ganz einfach, ich habe alle Kisten in diesem Level zerstört. Ihr habt gesehen, im Level gibt es Kisten. Ich muss sie einfach zerstören, indem ich da drauf springe, so wie jetzt, oder drehe oder so eine Rauchattacke mache. Ihr habt auch gesehen, dass ich die grünen Kisten nicht berührt habe. Der Grund war dafür, man darf die grünen Kisten einfach nicht berühren. Und auf den roten Kisten darf man nur drauf springen. So, Niklas, du gehst nochmal ins erste Level, würde ich sagen. Denn da gibt es noch einen Edelstein, den haben wir jetzt nicht geholt. Wir wollen natürlich das Spiel zu 100% durchspielen. Wir beide haben das Spiel natürlich schon mal auf Mr. Beute Ducks Let's Played, aber auch nicht zu 100%, sondern nur die Kristalle eingesammelt. Ja, das war ziemlich lieblich, finde ich. Und jetzt müssen wir einfach keine Kisten kaputt machen in diesem Level. Dann kriegen wir den blauen Edelstein, der da an der Anzeige war. Also in der Tür, im Türrahmen war das ja zu sehen, dass es 3 Kristalle gibt in diesem Level. Und diesmal müssen wir einfach keine Kisten zerstören, einfach nur durch das Level gehen. Und ja, Crashs Fähigkeiten sind einfach springen, drehen, ein Gerätsche machen, dann nach der Gerätsche kann man springen. Oder auch sowas machen hier, so eine Drehattacke nach dem Gerätschen, ist eigentlich relativ egal. Er kann auch krabbeln, das ist relativ unnötig eigentlich. Ja. Aber Hauptziel dieses Spiels ist eigentlich die Kristalle, einzusammeln. Fast wäre die Kiste down, ey. Ja, das darf natürlich nicht passieren, das wäre jetzt ein großer Fail am Anfang. Es ist so in diesem Spiel, man muss 5 Kristalle pro Welt einsammeln. Wenn man 5 Kristalle hat, dann gibt es eine zweite, wird davor aber noch einen Bosskampf. Und wer der erste Boss, der zweite Boss und so weiter, das werden wir euch nicht erzählen. Jetzt fragt euch, warum Bosskampf? Naja. Ja, ihr werdet das alles noch sehen. Ich hoffe, ihr abonniert doch unseren Kanal, dann werdet ihr immer informiert, ob ein neues Video da ist, wenn unsere Videos gefallen. Aber abonniert auch nur, wenn ihr wirklich weiterhin zuschauen wollt, sonst... Das ja. Nein, wir machen euer kein Sub for Sub. Nee, das ist auf keinen Fall. Und abonniert uns auch wirklich nur, wenn euch unsere Videos gefallen haben. Boah, da ist er. Ja, der blaue Edelstein. Ja, das war's eigentlich auch schon von dieser Welt, also von diesem Level. Ja, und jetzt geht's schon weiter. Jan Erik ist wieder dran. Wir machen einfach so jedes Level abwechselnd. Ja, ich denke, das ist fair, denke ich mal. Jo, fair trade. Ja. Er geht jetzt in das Level No-Go und Crash macht nach jedem Edelstein oder Kristall diesen geilen Dance. Den haben wir früher echt gefeiert, oder? Oh ja, wir wollten das sogar später mal. Oh. Auch wieder eine Zwischensequenz. Gut gemacht, Crash. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Jetzt hör gut zu. Diese Hologramme kosten viel Energie. Bei meinen Studien bin ich auf eine Kraft gestoßen, die die Welt zu zerstören droht. Kristalle sind das einzige Mittel, diese Kraft aufzuhalten. Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel. Du musst mir daher unbedingt diese Kristalle holen. Da, Crash? 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 Bist du da, Crash? Crash? Bist du da, Crash? Das war eben Coco, also das ist Crash Schwester, die taucht das erste Mal in Crash Bandicoot 2 auf. Ja, und am Anfang der Story hat man sie auch gesehen, aber wir konnten euch das ja nicht zeigen. Naja, also hier in den ersten Teilen des Spiels zeigt sich Cortex als sein Freund von Crash, aber am Ende stellt sich halt heraus, wie man es kennt, dass Cortex der Böse ist. Ja, kein Plan. Also wenn man Crash Bandicoot kennt, dann ist es eigentlich so, dass Cortex der Böse ist, das weiß man einfach. Auch wenn es Cortex zu lieben wird. Ach egal, naja. Also, Crash wird auf jeden Fall ausgenutzt von Cortex, haben wir es doch verraten. Egal. Momentan ist Cortex unser Freund, wir sammeln für ihn Kristalle und am Ende kommt das Ganze ausgelöscht. Ja, denke ich, so sehe ich das auch. Habe ich da nicht eine Kiste dran? Nein! Das gibt's nicht. Ich komme da nicht ran. Das gibt's nicht. Was? Mach mit Grätsche. Das Ding verarscht uns so. Moment, ab. Moment, oh, das geht doch. Und, oh, ich hasse diese Eislevel irgendwie. Ich mag die nicht. Machst du sowas? Nein, ich kann sowas auch nicht leiden. So, hier sind diese Nitro-Kisten, die davon nicht berühren, ja. Und, oh, ist das ja nicht die Hälfte? Nee, da kommt jetzt... Ich glaube doch. Kann man hier eigentlich alle Kisten einsammeln? Ja.
Ja, haben wir eigentlich schon was über Bonus-Level gesagt? Nee, noch nicht. Ja, also Bonus-Level tauchen in jedem Level auf und da muss man einfach versuchen, jede Kiste zu sammeln, wenn man... Oh Gott, ein Edelstein. Ja, also da ist ein Edelstein, den kriegen wir aber leider nicht, egal was man macht. Naja, Bonus-Level muss man alle Kisten kaputt machen, um wenn man den Edelstein haben will. Und da kann man halt ordentlich absahen mit Wumperfrüchten. Ein Bonus-Level kennt man immer an einem Fragezeichen. Ja, und da oben steht dann immer Bonus und wie man diese Kisten bekommt, man drückt einfach Kreis und X, dann kommt man da locker dran mit diesem Hochsprung. Das hätte ich eigentlich schon geschafft, oder? Ja, das war's schon mit dem Bonus-Level. Kein Bock, jetzt alle Wumperfrüchte einzusammeln. Wir nennen die immer Früchte oder Äpfel. Nein, es sind Wumperfrüchte. Warum Wumper? Crash wohnt auf der Wumperinsel. Und deswegen denke ich, es hat einen Wumper. Ja, das ist auch wirklich so. Stell dir mal vor, du wohnst in München, das heißt Münchenfrucht. Und drei Akku-Akkus, was ist das? Ja, Akku-Akku ist unser Freund und Helfer in dem Spiel. Also wenn wir eine Maske von Akku-Akku mit einer Kiste sehen, so. Also, wenn wir so eine Kiste, wenn wir so eine... Ja. Mario. Genau. Wenn man drei davon einnehmen, dann wirkt das wie ein Stern bei Mario. Und mal kurz zurück, gehen wir hier in die Kisten. Ja, durch diese Schalter da oben haben wir diese Kisten aktiviert und dann kommen hier die Kisten und das ist sehr wichtig für den Kisten-Edelstein. Ja. Und? Ach ja, und Akku-Akku, also wenn wir einfach Akku-Akku einsammeln, dann kriegen wir einen Schutz. Wenn wir drei von ihnen einsammeln, sind wir unbesiegbar und können einfach erstmal durchrushen, außer wir fallen irgendwo runter. Jo, noch ein Level? Jo. Ich weiß es nicht, ich guck mal kurz auf die Zeit, wie viel wir schon haben. Ja, ein Level geht noch, wir haben gerade mal gut 12 Minuten hier am Aufnehmen gehabt und so. Oh, wieder eine Zwischensequenz. Die ganze Zeit. So, du sammelst also Kristalle für Cortex. Findest aber einen Edelstein. Interessant. Nun, Crash, ich sage dir, solange du ein Verbündeter von Cortex bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles daran setzen, dich zu stoppen. Wenn dir wirklich am Schicksal der Welt gelegen ist, dann sammel die Edelsteine, nicht die Kristalle. Mit allen 42 Edelsteinen zusammen kann ich einen Laserstrahl bauen, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich dich daran hindern, Kristalle zu... So, okay. Das heißt, was sammeln wir jetzt? Edelsteine oder Kristalle? Ich weiß nicht. Also ich glaube, wir sammeln erstmal die Kristalle, oder? Oder beides? Weil dieser Typ, Kristalle. Er sagt, wir sollen die Edelsteine sammeln, aber ja, wir sammeln aber weiterhin die Kristalle. Was machen wir denn jetzt? Beides. Alles klar. Dann gehe ich mal in das nächste Level, Hang 8. Jetzt erinnere mich irgendwie an Nick. An wen? An Nick. An Nick? Ja. Also, wer Gör nicht kennt, der geht mal auf Facebook und gibt ein Gör Behrens. Dann seht ihr, wer Gör ist. Und, naja. Wie ich bin dann. Oh, direkt der erste Fail. Und ja. Nun. Du bist ja schlimm. Ja. Oh, wir hatten zwei Akku-Akkus und du versimmelst das. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Dead. Ey, komm, das packst du jetzt aber, ja? Ja. Komm, das packst du. Oh ja, ja. Den Sound ist geil. Komm, das packst du. Nee, danke schön. Der Sound ist auch genau gleich, wie wir machen, ne? Oh Gott. Das Geile ist ja bei diesem Wasserlevel, da kannst du nicht drei Akku-Akkus haben, dann passiert nichts, dann kriegst du nicht. Das ist voll dumm. Und das ist so geil, dieses Skateboard. Ist das eigentlich ein Skateboard oder so? Ja, es könnte ein Surfboard sein. Da darf man regelmäßig rein in diese Strudel, in diese Teile da, was das sein soll. Keine Ahnung, Bomben. Ich versuche jetzt auf jeden Fall alle Kisten zu kriegen, ich weiß gar nicht, ob das geht. Hier in dem Level schon. Alle Kisten zu kriegen. Und wenn, ist auch nicht schlimm. Bonus-Level. Oh, das Bonus-Level, das erinnert einen so verdammt an Crash Bandicoot 1. Da kann man nichts gegen machen. Boah, so. Wow. Ich dachte, jetzt gehst du schon da drauf. Ja,
Ja, die Musik erinnert auch krass an. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir wieder Bock auf Crash Bandicoot haben? Ganz einfach, Niklas und ich, wir haben so einen gemeinen Zocken, einen Speedrace, so über Skype, und da war ich der Bessere. Und er sagte, oh, ich hab voll Bock auf Crash, ich liebe das, ich will wieder LP. Und ich sagte, ich dachte, es kann doch mehr auf LP, weil ich wollte schon die ganze Zeit, und er sagt so, nee, dann zocken wir das Spiel. Oh, wie geil! Kristalle! Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, ich hatte irgendwie nie Bock. Hab gesagt, ich mach das nie wieder, aber irgendwie hab ich doch Bock. Und doch, man kann alle Kisten sammeln, und dann muss doch die Münzen sammeln. Ich stelle sie schon voll dumm an. Also, das ist ein extra Level. Dieses blaue Ding, damit konnten wir nur fahren, weil wir den blauen Edelstein eingesammelt haben. Manchmal, das wird uns wahrscheinlich passieren, kommen so Plattformen, durchsichtige Plattformen, mit denen wir einfach nichts machen können, aber den Edelstein einfach nicht gesammelt haben. Dann kommen wir nicht, dann schaffst du. Das ist einfach mal zu vergleichen mit den Schaltern aus Mario World. Richtig. Mit den P-Schaltern. Boah. Wow. Was packst du? Das sind weiße Kisten, die kann man nicht zerstören. Die kann man erst kriegen, wenn man einen Ausrufezeichen-Block findet. Also eine Ausrufezeichen-Kiste. Und da ist sie. Die muss jetzt berühren. Und jetzt diese weißen Kisten aktiviert. Und da muss jetzt alles zurückfahren. Man schafft die, oder? Ja. Locker. Einfach leicht. Denk aber an jede Kiste. Du wolltest jetzt 100% durchspielen. Ich glaube, es gibt auch noch 100%. Genau 100. Ja. Zack. Oh. Das ist total scheiße. Und zack. Ja. Aber ich bin blöd an. Ich würde es auch total total geil finden, wenn ihr schon mal ein Abonnent von uns wart. Was, das wäre total nice. Also wenn ihr wirklich alte Abonnenten seid vor 3 Jahren, dann wäre das echt krass. Wenn wir einen alten Abonnenten finden und der uns abonniert, dann seid doch so nett, schaut auf Facebook. Ey Leute, die sind wieder da. Jan, Erik und Niklas, sofort abonnieren. Ja, oder schreibt in die Kommentare einfach mal. Das wäre mal endlich. Seid ihr neue Abonnenten oder nicht? Und wie gefallen euch unsere Videos? Ja, würde ich auch mal sagen. Gebt uns Feedback. Vielleicht können wir irgendwas verbessern. Vielleicht oder so mit dem Sound. Uns nicht kennen von damals. Wir können eigentlich mal ein altes Video zwingen posten. Vielleicht. Ja, vielleicht aber nur, ne? Vielleicht einen kleinen Ausschnitt so von Mario. Haben wir ja noch. Den haben wir noch. Den haben wir noch. Den ganz alten Rekord mit der Kamera. Wie wir damals waren, wie wir jetzt waren. Oh, das ist so episch. Unsere Stimme im Vergleich von damals. Ja, die Gepilz. Gib mir den Pilz da. Oder, nein. Oder ich habe in dem Video von. Also, wir haben in Mario Wii. Also, dieses News über Mario Bros. Wii. Haben wir, was weiß ich. Jetzt Walkthrough gemacht, oder so haben wir es genannt. Das ist ein Kristall, ne? Ah, stimmt, da müssen wir im nächsten Part nochmal rein. Jedenfalls, ja. Leute, wollte ich euch nochmal kurz sagen, wir haben wir haben ihn, okay. Gut, dann wollte ich euch noch halt sagen, dass ich in dem Video so richtig hoch gesummt habe, das war so unnormal. Und da macht er nochmal so einen geilen Dance. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war der erste Part von Crash Bandicoot 2. Aber davor noch die. Und nur noch die Zwischensequenz und dann sind wir weg. Nicht schlecht. Ich sehe, du kommst langsam dahinter. Ich muss Energie sparen. Ich werde mich wieder bei dir melden, wenn du mir den 5. Kristall bringst. Ja, das war Cortex und hast du noch was zu sagen? Nein. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum zweiten Part. Euer Mr. Beute Dax.